Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Risen 3 Titan Lords. Wir sind hier im Lager der Magier, haben uns hier hinten reingeschlichen, wir sollten nach Möglichkeit wahrscheinlich nicht da vorne rausgehen, aber ja, wir haben hier noch was zu erledigen. Ich muss noch weiter stibitzen, Bücher. Trivialliteratur. Alles klar, das interessiert nun wirklich kein Schwein. Ja, halt, schleichen. Ich will halt hier die Kerle da ein bisschen ausrauben und so, ne? Schwerer Goldsack, ja, das passt schon mal. Ein schönes Bett haben sie da. Astrolabium. Taranis Band 3. Habe ich die anderen Bänder schon gelesen? Kerzenhalter, Krug, Vokal. Ich nehme natürlich wieder alles mit, was geht. Ich glaube, das Spiel ist etwas zu leise. Ne? Ich habe es testweise mal etwas leiser gestellt. Ich glaube, das mache ich gleich wieder so. Ist ein bisschen besser, glaube ich. Jo. Ich hatte nur Angst, dass meine Stimme zu leise sein könnte. Bücher über Physis und Psyche zum Einschlafen. Ja, halt. Leise. Und hier? Verschiedene Kompendien über astrale Bahnen. Aha. Okay, also Astrologie scheint ihn schon etwas mehr zu interessieren. Das werde ich auch gleich aufmachen, hier die Truhe. Was wollte ich sagen? Ja, wir sind hier, wie gesagt, unterwegs. Und so, schauen wir uns mal ein bisschen um. Also Apfel, Brot, Fleisch, Käse, Wein. Okay, die haben da einiges zum, ja, allgemein. Zeugs, hey, Totaki? Wo kommst du jetzt her? Danke. Ich glaube, der... Tutslova? Was? Ja, gleichfalls. Ich glaube, der hat uns gerade angefeuert. Weil wir was mitgehen haben lassen. Der freut sich, glaube ich, gerade wie ein Depper da. Ah, jetzt weiß ich auch, wo dieser Geruch herkommt. Hä? Was meinst du? Na, der Geruch hier im Lager. Alte Männer stinken nun mal. Tutslova? Alter, das ist ein Spruch eigentlich von der Frau. Landeskunde der westlichen Hemisphäre. Wahnsinnig spannend. Das müsste ein Spruch sein von uns Frauen, ey. Alter. Bücher über Naturheilkunde. Nichts interessiert mich weniger. Warum? Die viele Tränke von der Alchemie werden ja aus Kräutern gemacht. Unfassbar. Ja, wir sind halt sehr gebildet. Ich werde mal kurz speichern. So. Wir haben hier... Ich muss da runter. Hier, da. Der müsste passen. So. Jawohl. Alter, das müsste ein Spruch sein von einer Frau wegen alte Männer... Von Kristallmagie verstehe ich nichts. ...und Lustmolch. Ich glaube, ich muss es noch etwas lauter stellen, oder? Oder geht's? Ich mach's dann nachher. Beim Rendern. Oh, halt. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist, hier reinzugehen. Horas. Ilva. Hört sich fast an wie ein Gewürz. Ingwer. So, was hat er denn da? Ein Löffelchen. Ein Jadestein. Einen Ingwer. Den können wir nicht zerstören. Zerstören. Stibitzen wollte ich... Hey, wer hier was klaut, bekommt... Ich dachte nur, ne? Dann halt nicht. Entschuldigung. Den Pokal nicht stehlen. Erst wenn er schlafen geht. Okay. Aber den Jadestein und den Löffel kann man mitgehen lassen. Das passt ja schon. Mann, ist der empfindlich. Lala. Lala. Ja, ja. Servus. Nochmal. Löffel und Jadestein und raus. Er ist zum Glück so konzentriert, dass er uns nicht bemerkt. Sehr gut. Dann schauen wir uns hier unten mal um. Schön vorsichtig. Ist da jemand? Nein? Ah, da geht's runter zum Keller. Okay, da gibt's viel zum Entdecken. Hier scheint auch niemand zu sein. Da hätte man einen Krug. Da ist nichts zum Lesen. Ja, Fisch.
ist nix, da ist nix, nein, nein, nein. Hier auch nicht, da ist silberne Karaffe, die nehmen wir mit. Aha. Gut, sind wir von da gekommen? Ich hab's vergessen. Ich hab's echt vergessen. Ich schau mal kurz runter. Ich glaube, ich bin mir nicht mehr sicher. Ah ja, doch, doch. Da ist der Alchemist. Passt schon, ich weiß schon wieder. Ist gut, ich weiß schon wieder. Ja, geh rauf, verkehrt am besten, jawohl. Ja. Danke. Gut. Dann würde ich sagen, schauen wir noch ganz oben. Muss ich hier eigentlich schleichen? Wäre wahrscheinlich vernünftiger, ne? Ah, da ist ein Gesindel. Hm. Warte kurz. Ich glaube, der will wieder was sagen. Warte kurz. Achso, ja. Der Gnome. Wo ist denn... Ist der sehr beschäftigt oder merkt er, dass wir hier was sind? Was soll das denn werden, Bursche? Kann ich normal gehen? Tatsächlich. Erasmus, servus. Was? Oh, ein neues Gesicht, nicht wahr? Ja. Ich bin's, Horas. Erkennt ihr mich nicht mehr, Meister Erasmus? Mit dir rede ich nicht, Horas. Hast du nichts zu tun? Ich... Du solltest aufhören, mich zu unterbrechen. Ich muss etwas Wichtiges mit unserem Neuankömmling hier besprechen. Kannst du mir gleich zur Hand gehen, Soldat? Oder warte einen Moment, was wollte ich sagen? Ich weiß es nicht, ich bin kein Soldat. Ich helfe gern. Ich grüße dich, werter Magier. Jo, ich helfe dir schon. Ich helfe gern. Jo. Helfen? Ja genau, das war's. Womit kann ich dir helfen, junger Mann? Das war jetzt also das Wichtige, was ihr besprechen musstet? Was redest du da, Horas? Geh weiter die Stube fegen. Oder wo auch immer du gerade hergekommen bist. Mei, du scheinst etwas verwirrt. Wer ist der mächtigste von euch Magiern? Verwirrt? Du scheinst etwas verwirrt. Ja, ja, das ist wahr. Ich bin gerade kurz vor dem Durchbruch meines kleinen Experimentes. Aha. Aber mir fehlt noch eine ganz wichtige Sache. Da schweife ich immer gerne ab. Was wolltest du gleich? Ja, wer ist vielleicht der mächtigste Kerl? Wer ist der mächtigste von euch Magiern? Der ehrenwerte Magier Zacharias. Okay. Und wo ist er? Er befindet sich bei seinem Forschungsobjekt hinter dem Reaktor auf der anderen Seite der großen Schlucht im Nordosten. Aha, das ist eine tolle Beschreibung. Wie kriege ich eine Audienz zu Zacharias? Wie bekommt man eine Audienz bei Zacharias? Er ist in seine Forschung vertieft. Sein größtes Interesse gilt dabei dem Reaktor. Er braucht seine magische Energie für sein Forschungsprojekt. Solange der Reaktor nicht wieder läuft, fürchte ich, wird er niemanden empfangen. Verstehe. Wo ist dein Experiment? Wo ist dein Experiment? Das Experiment jo. Ist nirgendwo. Aha. Nur in meinem Kopf. Es ist nämlich... Na, was? Keine Ahnung. Ein Gedankenexperiment. Aha. Ja? Ich versuche nämlich gerade, die Menge an Energie zu bestimmen, die unser Monolithennetzwerk für den Reaktor benötigt. Reaktor? Was soll das sein? Monolithennetzwerk? Klingt kompliziert. Reaktor? Was soll das sein? Oh, du willst den Reaktor sehen? Aha. Das ist ja großartig. Es ist nämlich mein Spezialgebiet, musst du wissen. Aha. Ach was. Folge mir. Ich zeige dir unsere Errungenschaft. Ich war noch nicht fertig mit Fragen. Dieses Gebäude bildet mit dem auf der anderen Seite der Schlucht einen kreisförmigen Fokus. Wir nennen es Reaktor oder auch magischer Ring. Unterhalb der Brücke zwischen den beiden Gebäuden konzentrieren sich die magischen Energieströmungen. Wenn der Reaktor einmal läuft, stört es das Gleichgewicht der Elemente. Das mögen die Titanen überhaupt nicht. Und werden einen großen Bogen um Taranis machen, um dem Energiestrom zu entrinnen. Faszinierend. Nicht wahr?
Monolithennetzwerk klingt kompliziert. Monolithennetzwerk? Klingt kompliziert. Die Blitzmonolithen, die auf Taranis errichtet wurden, sammeln die magische Energie der Insel. Aha. Sie stehen in einer für den Energiefluss äußerst günstigen Konstellation. Alles, was wir noch tun müssen, ist, sie in die Kristalle unseres Reaktors umzuleiten. Ganz einfach. Ja, sehr einfach, ja. Beeindruckendes Bauwerk. Beeindruckendes Bauwerk. In der Tat. Allerdings ist es uns bisher nur einmal kurz gelungen, den Reaktor zu starten. Wir merkten schnell, dass wir den Energiefluss nicht lange aufrechterhalten konnten. Oh. Wir brauchen einfach mehr magische Kraft, um den Reaktor dauerhaft betreiben zu können. Wir müssen das Monolithennetzwerk mit entsprechend großen Monolithensteinen verstatten. Aha. Worauf wartet ihr dann noch? Worauf wartet ihr dann noch? Die Monolithensteine sind noch nicht an ihrem Bestimmungsort. Ich warte schon seit einigen Tagen auf die Nachricht, dass die Steine an ihren Bestimmungsort gebracht wurden. Du meinst, die Steine müssen in die Blitzmonolithen eingesetzt werden? Oh, du hast aufgepasst. Ja, das ist richtig. Danke fürs Kompliment, sehr nett. Wegen den Monolithen nochmal. Wegen der Monolithen nochmal. Wie viele Monolithensteine werden benötigt? Wie viele Monolithensteine werden benötigt? 3 Steine für 3 Blitzmonolithen. Ui. 2 von ihnen haben wir hier auf der Insel. Einen hat unser alter Bekannter die Fuego von uns erhalten. Ui. Ja. Wen hast du mit dem Einsatz der 2 Monolithensteine beauftragt? Einen Gnom namens Kasim. Das kleine Kerlchen müsste allerdings schon längst wieder da sein. Kasim, den kennen wir auch, oder? Aus dem Zweier. Komm mir gerade so bekannt vor. Ich denke, ich kann dir bei den Blitzmonolithen helfen. Ich denke, ich kann dir bei den Blitzmonolithen helfen. Tatsächlich? Und wie? Lass mich machen, ich bin gut. Das überlege ich mir unterwegs. Kann nicht so schwer sein, Stein in ein paar Monolithen zu stecken. Kann nicht so schwer sein, Steine in ein paar Monolithen zu stecken. Na schön. Aber das Problem ist, selbst wenn wir alle Steine haben... Was wäre dann? Die Monolithen sind sehr weit draußen und von wilden Tieren belagert. Rüste dich gut, wenn du dorthin gehst. Ja, ja. Danke für den Hinweis. Unser Mäntelchen hier schützt uns schon. Nochmal wegen den Monolithen. Wegen der Monolithen nochmal. Ich habe den Kadetten Horas vom Takarigua mitgebracht. Ah ja, natürlich. Ich habe den Kadetten Horas von Takarigua mitgebracht. Sehr schön. Ich hatte schon Angst, er würde nicht mehr zurückkehren. Oh. Und der Stein? Den Monolithenstein haben wir. Sehr gut. Der Stein wird seinen Dienst verrichten, sobald er korrekt in einen Monolithen eingesetzt wurde. Was für eine gute Nachricht. Ich wusste doch, dass der alte Di Fuego den Stein noch hatte. Wie geht es dem alten Statthalter Di Fuego? Er ist tot. Oh, das ist ja... Nun, wo waren wir gerade? Entschuldigung. Du hast einen Gnom mit einer so wichtigen Aufgabe betraut? Was hat ein Magier mit einem Statthalter wie Di Fuego zu schaffen? Ja, das zuerst. Was hat ein Magier mit einem Statthalter wie Di Fuego zu schaffen? Wir waren einst, nun, wie soll ich sagen, ich nenne es mal Geschäftspartner. Mhm. Das ist schon lange her, musst du wissen. Was ist passiert? Nun, er unterstützte unsere Forschungen. Im Gegenzug lieferten wir ihm alle für uns wertlosen Kristalle und Bodenschätze, die wir aus den Minen um Caldera holten. Das lief auch eine ganze Zeit sehr gut. Bis zum Tag der Verbannung aller Magier aus Caldera. Wir hatten gerade noch genug Zeit, unsere Haut zu retten. Am Ende hatten wir 2 Monolithensteine aus dem Chaos retten können. Der dritte blieb zurück. Ich denke, die Inquisitionssoldaten haben ihn die Fuego gegeben. Du hast einen Gnom mit so einer wichtigen Aufgabe betraut. Warum, bitteschön? Du hast einen Gnom mit einer so wichtigen Aufgabe betraut? Warum nicht? Sie arbeiten doch mit uns zusammen. Nochmal langsam. Du hast einem Gnom ein paar funkelnde Steine in die Hand gedrückt? Ja? Und jetzt erwartest du, dass er sie freiwillig wieder irgendwo abliefert?
Ja, aber... Mann, Mann. Ich glaube, das überlässt du doch besser jemand anderem. Aber wie? Wie sollen wir Kasim denn wiederfinden? Wegen der Monolithen nochmal. Ich habe Kasims Monolithenstein gefunden. Ich habe Kasims Monolithensteine gefunden. Ah, das heißt, dass er sie tatsächlich noch irgendwo versteckt hatte. Nur gut, dass sie wieder da sind. Jetzt müssen sie nur noch in die Blitzmonolithen eingesetzt werden. Eile ist geboten, junger Mann. Wir stehen hier am Anfang von etwas Neuem. Etwas Großartigem. Ist das so? Du wirst schon sehen. Oh je. Ich speichere jetzt mal. Es ist echt lustig. So, also schön speichern. Ja. Und, ich möchte mal hier reinglupschen. Hallo, ist hier jemand? Ich möchte nur euer Wissen haben. Oder ist das jetzt eh... Ich bin gleich verkehrt, ne? Ja, ja. Die andere... Was soll das denn werden, Bursche? Nix. Entschuldigung. Geh nur wieder rein. Achso, das ist zugesperrt. Ich dachte nämlich, ich würde jetzt in dieses Gebäude gehen. Entschuldigung. Ich dachte mir, hey, cool. Eine Bibliothek. Willi. Ah, das ist nur ein Lager. Mit ganz vielen magischen Kristallen. Kann man das Tor aufmachen irgendwo? Wahrscheinlich geht das noch nicht. Schön, wenn wir Mitglieder wären. Aber ich möchte kein Magier werden. Ich möchte Dämonenjäger werden. Ja, unbedingt. Aber keine Sorge. Mein Gothic-Magier-Projekt wird noch realisiert. Eines Tages. Ihr werdet es sehen. So. Gut. Das hätten wir mal. Ich glaube, der wird mich jetzt sehr rausschmeißen. Ich könnte davor noch mit dem Kerl da reden. Wo ist er denn? Food. Der ist jetzt weg. Okay, ich speichere nochmal ganz kurz. Dann kann ich den Pokal vielleicht nochmal mitnehmen. Tack. Jawohl, jetzt haben wir's. Okay, der ist weg. Ich wollte noch mit dem quatschen, aber der ist futsch. Ah, hier ist jemand. Hallo? Bist du das? Ja, hallo. Drahtiger Körperbau, markante Gesichtszüge. Interessant. Tut mir leid, kein Interesse. Wie? Nein, so war das nicht gemeint. Ich darf mich vorstellen. Bitte. Ilva. Ja. Paranormalist und Feinmechaniker. Es liegt in der Natur der Sache, dass ich immer einen genauen Blick auf meine Umgebung werfe. Paranormalist? Was machst du eigentlich? Was macht ein Paranormalist? Ah, ein wissbegieriger Eleve. Sehr schön. Ja. Nun, als Paranormalist sind meine Forschungsgebiete andere, für das menschliche Auge nicht sichtbare Welten. Durch die Kombination meiner Forschungsergebnisse mit meinen handwerklichen Fähigkeiten ist es mir gelungen, verschiedene Okulare herzustellen. Ein Blick durch eines meiner Okulare und deine Sichtweise maximiert sich um 500%. Fehlt mir wieder sein Auge? Weil das brauche ich dann nicht. Was genau könnten diese Okulare sichtbar machen? Kannst du mir eins verkaufen? Das hieß doch Okular, ne? Damals bei unserem ersten Charakter hier bei Risen, ne? Der hat ja sein Augenlicht, also ein Auge verloren, ne? Als Ersatz für das Okular. Was genau können deine Okulare sichtbar machen? Laienhaft gesprochen, gewähren sie, je nach eingesetztem Prisma, einen differenzierten Einblick in den Astralraum. Der Kniff an der Sache ist, den bestimmten Wellenbereich einzufangen, der das gewünschte Ergebnis liefern soll. Laienhaft gesprochen. Ah ja. Pardon. Durch den häufigen Disput mit meinen Brüdern hier fällt mir eine umgänglichere Redeweise manchmal schwer. Mhm. Schon gut. Kannst du mir sowas verkaufen? Disput, ich dachte, ihr Magier haltet zusammen. Kannst du mir etwas beibringen? Ja, es ist klar, ne? Denn so viele Schwörschädel, ne? Also Obergescheite, intelligente Menschen, aufeinandertreffen, will halt der eine dem anderen immer was erzählen, ne? Das ist halt dann Disput, Diskussion wahrscheinlich, denke ich mal. Und dann kommt eben durch Diskussionen auch Meinungsverschiedenheiten, und wenn eine Meinungsverschiedenheit eskaliert,
ist es besser, man hat keine greifbaren Mordinstrumente in der Nähe. Ja, Disput, ich dachte, ihr haltet zusammen. Disput? Ich dachte, ihr Magier haltet zusammen. Wenn du wüsstest. Ja? Nimm zum Beispiel diesen alten Tattergreis Nergal. Aha. Hockt den ganzen Tag in seinem Keller und kümmert sich nur um seine Pflanzen. Dabei sind die Kristalle der Grund, warum wir überhaupt hier auf Taranis sind. Er ist halt ein Kellerkind lassen. Später ist das modern. Ja. Kannst du mir so ein Okular verkaufen? Kannst du mir so ein Okular verkaufen? Bitte? Okulare nicht, aber dafür die nötigen Prismen. Jedoch nur, wenn du dich unserem Bund angeschlossen hast. Sprich dazu mit General Magnus. Ja, gute Nacht. Kannst du mir was beibringen? Kannst du mir etwas beibringen? Mal sehen. Fokus lernen. Die Welt der Toten und Geister ist dir näher, als es oft den Anschein hat. Steigert deine Astralsicht um 10 pro Stufe. Brauche ich das? Ich weiß es nicht. Ich lasse es mal. Also, es war mir ein Vergnügen. Vierte Goat. Servus. Wir schleichen uns. Hier stinkt's nach alten Männern. Also dieser Horas ist ein frecher Teufel. Halt! Ja? Keinen Schritt weiter. Aha. Danke fürs Hinausbegleiten. Herr Magnus? Eine Sache noch. Eine Sache noch, wegen der Minen. Ja? Lieferung aus der Lagermine ist angekommen und im Brunnen des Lagers gibt es vielversprechende Kristallvorkommen. Lieferung angekommen. Die Lieferung aus der Lagermine ist angekommen. Ach, und wer von den Jungs hier soll sie geholt haben? Ich war das. Ach so? Hm. Na dann, gute Arbeit. Hier, nimm dies als Entlohnung für deine Dienste. Ich glaube, diesem Frink die Verantwortung für die Mine zu geben, werde ich mir nochmal gut überlegen. Habe ich jetzt was Doofes gemacht? Na, oder? Warte, bevor ich das mit dem Brunnen mache. Warte kurz. Speichern. Speichern, ja. Weil ich will den einen Gnom ja nicht verbetzen. Also. Eine Sache noch, wegen der Minen. Ja? Unter dem Brunnen des Lagers hier gibt es vielversprechende Kristallvorkommen. Genau. Ja, natürlich. Sie sind Teil des Reaktors, an dem die Magier arbeiten. Die Kristalle da unten sollten besser bleiben, wo sie sind. Verstehe. Okay, ist nichts Schlimmes passiert. Lass mich in die große Halle. Komm schon, lass mich in die große Halle der Magier. Ich versuche auch keinen Ärger zu machen. Hm, na schön. Du hast ja immerhin schon einiges für uns getan. Gut, geh zu ihnen. Aber halte sie nicht zu sehr von der Arbeit ab. Alles klar. Danke, das hätten wir auch. Sehr gut. ABC. So, ja. Ach, das war Kasimir. Der eine Gnom, mit dem wir vorhin gesprochen haben. Ich bilde mir ein, den hätte ich ja schon in Reason 2 kennengelernt. Egal. Wurscht. So, das zu dem. Ich brauche jetzt eine Quest. Logbuch. Neue Verbündete, das brauche ich noch nicht. Öffne großes Tor, Reich der Schatten, Crew, Antigua, bla bla, Taranis, mit R. Der vermischte Gnom vor allem, ja. Schattenlord, einer kam durch, Kräuter, Tinkturen, Schatz, Wald, Hafendiebe. Ich würde mal sagen, der Gnom. Eine letzte Lieferung. Dazwischen Abbas würde die Lieferung gerne in Empfang nehmen. Karte markieren. Wer war jetzt Abbas? Ah, da drüben. Okay. Also, da drüben. Da. Heureka. Hallo. Kasim, da war er, genau. Und Abbas, hallo. Ich habe in einer versteckten Höhle im Brunnen einen Gnom gefunden. Der Gnom Lami gab mir noch eine letzte Lieferung für dich mit.
Aha, da muss ich hier vielleicht aufpassen. Speichern. Dass ich hier nichts versemmel. Ich habe in einer versteckten Höhle im Brunnen einen Gnom gefunden. Er sagt, sein Name sei Lami. Lami gefunden? Ist er okay? Ich denke schon. Vielen Dank für diese gute Nachricht. Ich habe mir schon große Sorgen gemacht. Er ist ein Lehrling oder so? Lami ist ein Lehrling, ja? Ja. Er war ganz plötzlich weg. Aber Wachen sagen, dass er das Lager nicht verlassen hat. Guter Arbeiter er war. Wenn Lami nur wieder bei Abbas wäre. Soll ich Lami für dich wieder zurückholen? Ich werde mal sehen, was ich für Lami tun kann. Der Gnom Lami gab mir noch eine letzte Lieferung für dich mit. Zurückholen? Soll ich Lami für dich wieder zurückholen? Lami, guter Arbeiter. Wenn Humi sich um Lami bemüht, dann Abbas gib ihm Gold. Ich werde mal schauen, was ich tun kann. Ich werde mal sehen, was ich für Lami tun kann. Du bist ein starker Humi. Viel Glück. Letzte Lieferung? Der Gnom Lami gab mir noch eine letzte Lieferung für dich mit. Fleißiges Kerlchen. Was hat er für mich? Diese Kristalle und Edelsteine sind für dich. Er gab ein paar Kristalle und einen Edelstein. Er gab mir nur weniger Kristalle. Na, das alles. Diese Kristalle und Edelsteine sind für dich. Ja. Guter Humi. Dafür hast du dir eine große Belohnung verdient. Was kannst du verkaufen? Was kannst du verkaufen? Huki Luki. Huki Luki. Huki Luki. Luk Luk Luk. Fusel. Wäre nicht schlecht irgendwo, ne? Zum Saufen kann ich nicht zu wenig haben. Ja. Hab ich was Bluntertechnisches, was ich dem Kerl geben kann? Nam nam nam. Eine Perle. Pokal will ich noch nicht hergeben. Diese Silbersachen. Die muss ich noch drüben irgendwo abgeben. Goldener Pokal. Ah. Zähne, Zunge, die brauche ich alle noch. Horn, bla bla, Luchsfell, la la la. Taran ist Band 3, Band 2, Band 1 fehlt noch, ne? Muss ich noch ein bisschen warten. Rohstahl, ich lasse das vielleicht auch noch. Schaufel, Spitzhacke, Dietrich lasse ich noch. Krug, ja. Löffel. Messer. So, dann Besen kann er einen haben, Hammer kann er einen haben, auch den Schmiedehammer. Handel akzeptieren. Passt. Ciao, ciao. Passt, die Quest haben wir auch fertig. Next one. Quest, Quest, Quest. So, Gnom im Loch. Wieder Oberfläche bringe. Das können wir noch fertig machen, oder? Dann gehen wir nochmal zurück zum Brunnen. Da musste ich jetzt nur runterspringen, oder? Da war das jetzt, ne? Oder? Oh! Noch. Ja, ich glaube, das war schon hier, ne? Hui! Ah, ah, ouch! Okay. So. Dann fragen wir ihn gleich nochmal, ne? Ob er sich vorstellen könnte, wieder an die Oberfläche zu gehen. Hallo! Lami, ich habe mit deinem Meister Abbas gesprochen. Ich habe mit deinem Meister Abbas gesprochen. Lami keinen Meister hat, Homi. Eigener Meister. So, so. Abbas sagt aber, dass du immer ein guter Arbeiter warst. So, so. Abbas sagt aber, dass du immer ein guter Arbeiter warst. Jep, jep. Lami immer fleißig, immer arbeiten. Aber Lami arbeitet jetzt für sich selbst. Willst du mit mir zur Oberfläche kommen? Willst du mit mir zur Oberfläche kommen? Wenn Lami wollte, wäre er schon zurück. Bleibe hier. Okay, willst du nicht lieber wieder ans Tageslicht? Die anderen Gnome vermissen dich doch so sehr. Du bist doch ein Dieb. Hier unten gibt es doch nichts zu holen. Ans Tageslicht? Willst du nicht lieber wieder ans Tageslicht? Nee, Lami bleibt hier unten. Auch okay, ein Kellerkind. Darf man fragen, wieso? Mein Meister wird nicht glücklich darüber sein, dass Lami einfach seine Arbeitsstätte verlassen hat. Lami will keinen Ärger kriegen. So schlimm wird es schon nicht sein.
Lami besser nichts mehr sagen. Sonst erzählt Homi alles zum Meister und Lami kriegt Ärger. Mei. Was willst du hier unten mit den Kristallen? Was willst du hier unten mit Kristallen? Lami sammeln ganz viele Dingi für Aurikulki. Aha. Wenn Lami hat Berg voller Glitzersteine, er kann sterben mit Ehre. Okay. Verstehe ich nicht. Macht nix, Homi. Bist kein Gnom. Okay. Dann eben nix. So, wir müssen hier wieder raus. Ich glaube nicht, dass er noch was für uns zu quatschen hat, oder? Habe nichts für Homi. Ja. Dann gehen wir halt. Und der Part ist auch zu Ende. Das passt genau. Dann kann ich hier rauskraxeln. Und wir sehen uns dann wieder, wenn wir oben sind, ne? In diesem Sinne, ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!